So, Holzfelderlager, dann kommen die Eisenminen, dann kommt unsere erste Universität. Da würde ich aber sagen, erst noch Regierungsverwaltung oben drauf. Und dann kommt ein Hafen. Wir müssen dann die ganzen isolierten... Müssen wir die ganzen isolierten Nationen hier entsprechend mit einem Hafen versorgen. Wenn das denn möglich ist auch dann. Ne? Die müssen ja, das muss ja alles möglich sein. Weil das alles so mega klein ist auch hier. Dann hoffe ich mal, dass die alle nicht mehr isoliert sind. Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht, ob es klug ist, im Jahr 1847 als Marokko der Zollunion von Frankreich beizutreten? Das musst du halt selbst entscheiden, ne? Warum nicht? Wenn der Markt dir mehr Geld bietet, warum nicht? Hat Marokko, auf welchem Markt ist Marokko? Auf dem eigenen? Naja, also wenn du den eigenen Markt einigermaßen halten kannst, dann würde ich auf jeden Fall wieder auf dem eigenen Markt bleiben. So, Großbritannien, da sind wir aktuell bei vorsichtig. Wegen was? Wegen der Kolonisierung. Natürlicher Feind, aha. Militärisch bedrohlicher Nachbar, weil wir nebeneinander kolonisiert haben. Und wir sind bei 50 Punkte plus. So, Opiumregion in Aussicht. Also wenn, dann nur hier drüben. Erstmal. Aber dafür müssen wir dann gegen die Ost... Nee, Quatsch. War das hier unten? Nee. Ich glaube hier oben, dann müssten wir aber gegen die Ostindien-Kompanie Krieg führen. Und ich glaube, das wird noch schwierig. Momentan. Niederländisch-Indien hier unten. Ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, das war wegen Öl oder irgendwas anderem. Momentan sieht man hier keine Ölfelder. Wegen Öl oder Gummi. Das wird wahrscheinlich erst kommen. Na gut. Ja, wir sind ja noch frühzeitig, ne? Man ist ein bisschen verwöhnt durch den Durchgang von gestern. Man ist ein bisschen verwöhnt von der Bauzeit, vom Geld, das rein und raus geht. Na gut. So, die Loyalisten steigen, die Radikalen fallen. So gefällt mir das. Das BIP steigt, die Alphabetisierung steigt, der Lebensstandard bleibt momentan noch annähernd gleich, aber das liegt halt daran, weil wir... Wir können halt auch nichts importieren, exportieren. Die Bauern sind etwas säuerlich und geben uns weniger Technikverbreitung. Wir haben eh schon so wenig Technikverbreitung durch die Isolation und jetzt noch mehr. Also noch weniger, besser gesagt. Inkorporieren. Ohne Zollunion geht meine Wirtschaft immer total vor die Hunde. Aber du kannst es ja dann selbst machen. Du kannst es ja dann selbst machen. Wir haben einen... Also du kannst ja selbst deinen Markt entsprechend gestalten. Wir haben eine Gesetzesgebung für die Kolonisierung verpasst. Und ich glaube, das war der Grund, wieso wir hier diesen Zipfel verpasst haben. Oder Russland war bei dir halt einfach ein bisschen zurückhaltender. Japan ist nicht so leicht, wurde schon zweimal durch Aufstände abgesetzt. Ja, mal gucken, wie es bei uns läuft. Wie hast du es geschafft, dass das Shogunat sich der Kolonisierung angeschlossen hat? Bei mir sind die entweder radikal oder neutral. Also bei mir begann das jetzt hier. Shogunat und die Samurai sind bei mir in der Regierung. Und die sind Unterstützer davon. Wir hatten, glaube ich, 50% oder so. Das war überhaupt kein Problem. Es kann halt sein, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob vielleicht standardmäßig bei dir ein anderer Herrscher hier ist, der nicht dem Shogunat zugehörig ist. Vielleicht. So, Tuchfabriken und Möbelfabriken und die Glashütten aktualisieren. Mal schauen, ob wir uns das leisten können. Möbelfabriken auf die Drehbänke würde wieder mehr Werkzeug benötigen. Bei Glas brauchen wir mehr Blei. Und bei
Was war das letzte Tuchfabrik, ne? Tuch brauchen wir Färbemittel. Aber da sieht es ganz gut aus. Also da können wir mal ein Upgrade machen. Das heißt, wir brauchen auch die Bleiminen. Rohstoffindustrie ist für die Minen. Das ist perfekt. Hier oben ist auch Blei. Mach mal zwei Bleiminen rein. Dann können wir uns das Upgrade demnächst leisten. Nächster Punkt sind die atmosphärischen Dampfmaschinen, damit wir zur Eisenbahn kommen. Wir haben immer noch den Nachteil mit okay. Moment. Habe ich was verpasst hier vorne? Ich dachte, bei uns war die Infrastruktur schlecht, aber das ist nicht der Fall. Die Besteuerung war schlecht. Ich dachte, die Infrastruktur. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht erst zur Eisenbahn durchrushen, sondern wir gehen jetzt mal zur Romantik wegen der Kunsthochschule. Du kannst durch Häfen auch etwas was Inf bewirken. Infrastruktur. Genau. Das ist erstmal die einzige Möglichkeit, die wir haben. So, wie sieht's aus? Jetzt hier unten wird schon grüner. Es wird leicht grün hier. Angegrünt. Hier vorne auch leicht angegrünt. Zweimal sogar. Aber ich verstehe nicht, wieso der hier oben kolonisiert und nicht hier vorne. Dezentral. Chile. Ach, das hier unten gehört zu der Seite hier. Jetzt verstehe ich das. Ah, das gehört zu einem. Und das hier ist das hier oben. Oh, das sind ja riesige Bereiche hier. Das ist ja ein riesiger Bereich hier. Und der hier an der Seite auch, das ist so verwirrend, weil die Grenzen hier so gezogen sind. Aber es sind zwei verschiedene Koloniebereiche. Die hier, die sind quasi gleich. Diese Bereiche. Da darf man sich nicht beirren lassen, offenbar. So, jetzt habe ich hier unten ja doch eigentlich kolonisiert. Dieses Eckchen, das bekomme ich immer. Das ist immer meins. Diese Ecke. Genau, Aktenschenke wird noch gemacht dann. Eigener Markt ohne Hafenzugang ist wahrscheinlich sehr schwer zu machen. Aber es spricht ja nichts dagegen, in der Zollunion zu sein. Da spricht ja gar nichts dagegen. Das kannst du ja gerne machen. Und wenn du irgendwann mal Hafen oder das Meer erreichst und einen Hafen hast oder so, dann kannst du das ja auch mit deinem eigenen Markt dann gestalten. Also eine Zollunion ist per se jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. So, wir können noch inkooperieren irgendwo. So, Russland, Beziehung gebrochen. Weil wir durch sind wahrscheinlich. Ja, wir sind bei 50 angekommen bei Russland. Also die sind jetzt gar nicht mal so sauer auf uns. Von daher hoffe ich mal, die lassen uns erstmal in Ruhe. Hier unten unsere Wirtschaft aufbauen. Kann man mit allen Ländern Kolonien machen? Du brauchst dafür das Gesetz für die Kolonisierung und du brauchst ein strategisches Interesse in der Regierung oder eine direkte Landverbindung. Dann kannst du kolonisieren. Was ist das für eine Mod, Dietzel? Und guten Morgen auch. Ich finde, kolonisieren ist fast noch ein bisschen zu einfach jetzt hier, ne? Dass du jetzt einfach überall. Auch wenn es natürlich langsam vorwärts geht, aber es ist trotzdem überall, kannst du quasi so deine Farbe reindrücken. Finde ich aktuell sogar noch ein bisschen zu stark. Schalten Mods bei Victoria 3 auch die Achievements aus? Normalerweise nicht. Vielleicht gibt es dann die ein oder andere Mod noch, die das ausschaltet, aber ich habe mich selber ja mal an einem Mod probiert
vorgestern für das Bier brauen, damit man endlich mal hier Hopfen und Bier hat in Bayern. Und ich habe da ein bisschen rumprobiert und diese Mod hat jedenfalls das Symbol nicht geändert. Also du kannst dann trotzdem offenbar Achievements bekommen. Ein Hafen ist notwendig, wenn du halt über Meer kolonisieren willst. Ne? Nebenan kolonisieren ist ja kein Problem. Also wenn du hier startest, mit der Nation, wobei das hier, ja, mit der Nation startest hier, könntest du theoretisch hier nach der Gesetzgebung zur Kolonisierung direkt auch starten mit der Kolonisierung. Oder so, wie es halt hier oben wir gemacht haben, dass wir gleich hier hochgehen wegen der Landverbindung. Guten Morgen, Renascon. Da ist jetzt die Frage, wo liegt die Betonung? Ich nenne dich einfach nur Ren. Dann mache ich nichts falsch. So, jetzt werden die Häfen gebaut. Bleiminen mal nach vorne bringen. Und das heißt, uns müsste es doch schon einigermaßen besser gehen jetzt hier. Werkzeug immer noch hoch gefordert. Aktuell. Das heißt, Bausektor, Eisenminen brauchen das. Das heißt, wir müssen, kann ich bei den Werkzeugen jetzt mal upgraden. Auf das Roheisenwerkzeug. Das erhöht den Eisenverbrauch nochmal geringfügig. Hätte ich aber jetzt mal so eingestellt und wir werden weiterhin noch Eisenminen bauen. So. Wir bauen noch 3 Eisenminen dazu. Fang mal mit einer hier oben an. Dann werden die Häfen noch gebaut. Und dann kommen die restlichen Blei- und Eisenminen. Dann schauen wir mal, wie sich dann das Verhältnis ändert. Holz fehlt auch noch. Aber es geht. Es ist okay. Stahl ist aktuell noch gar nicht da. Hier unten irgendwo? Nee. Wenn die Goldfelder erschöpft sind, das hier, kann man anschließend Goldminen bauen. Ist das so? Oder war das jetzt eine Frage von dir? So, also Goldreserven sind immer noch ganz gut, auch wenn wir aktuell im Minus sind, aber es ist, solange es weiß ist, ist alles gut, ne? Solange die Zahl weiß ist, ist alles gut. Und wir können das ganz gut hier abfangen. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn die Mine hier oben versiegt oder das Feld versiegt, dann müssen wir offenbar tiefer graben. Gut. So, Kopfsteuern gesetzt. Wir können ja mal gucken, steuermäßig, was wir da jetzt angehen, welche momentan unterstützt werden und welche wir brauchen auch. Können wir mal ganz kurz reingucken in die Übersicht. Gangaufsicht, herzlich willkommen. Dankeschön fürs Folgen. Dann guck mal, ob hier alles in Ordnung ist im Gang, im Chatgang. 11%, 41a für die Bauernaufgebote. Stimmt, wir wollten ja eigentlich, oh, und die Staatsreligion. Armee und Staat und Kirche, Moment mal eben. Wir wollten eigentlich, ja, wollten wir nicht zur Nationalmiliz hoch? Will doch nicht zu den Bauernaufgeboten runter. Weil das Schogunat es will. Wir sind ja hoch auf die Berufsarmee, ne? Gerade eben. Nationalmilizen. Also hier machen wir keine Änderung. Und bei der Religion. Auf die Staatsreligion zurück. Da wären hier Schogunat, die buddhistischen Mönche und Samurai dafür. Gibt uns 200 Autorität. Das heißt, ihr könnt nochmal 2 Erlasse raushauen. Wieso nicht, Leute? Wieso mal nicht hier in die Extremen gehen, oder? Einfach mal schauen, wie sich das Ganze dann spielt.
weltoffen, liberal kann jeder spielen. Wir werden hier mal ein bisschen enger gefasst unsere Gesetze ziehen. Wir machen das. Wir machen die Staatsreligion und bekommen dann wieder die Möglichkeit, zwei Erlasse zu machen. Ich habe jetzt 160. Offenbar kam da noch was durch. Das heißt, wir werden nochmal in die Erlasse gehen. Wir gehen ja, wir könnten noch die anderen Bereiche, aber da ist halt minenmäßig momentan noch gar nichts. Landwirtschaft hier unten wäre gar nicht mal so schlecht. Aber da wird Landwirtschaft schon gefördert. Was verbietet das? Für Stadtzentren, Regierungsverwaltung und Universität. Das ist aber, soweit ich jetzt weiß, die Verwaltung genau. Das heißt halt, dass du dann bei den Universitäten und so die Kleriker nicht mehr rausschmeißen kannst. Es darf ruhig ein bisschen fordernd werden jetzt mal mit Japan. Da spricht jetzt gar nichts dagegen. Da darf gerne auch mal die ein oder andere Revolution jetzt ausbrechen, weil im Bayern-Durchgang alles irgendwie so perfekt lief. Und deswegen ein bisschen Rambazamba schadet nicht. So. Durchgreifen brauchen wir nicht. Notsozialhilfe. Bildungszugang. Könnte man hier oben noch machen. So im Zentrum zumindest. Und dann schauen wir mal. Demokratie und Glaubensfreiheit ist auch nicht immer gut in dem Spiel. Hab schon schlechte Beziehungen zu den Nachbarn. Deswegen, die sind alle noch Monarchien. Also ich finde es halt sehr schade, dass sich das alles dann über die Zeit quasi stabilisiert. Also die ganzen Interessensgruppen, die finden sich halt mit der Zeit dann damit ab, dass entsprechend die Gesetze so gesetzt worden sind, wie man das gemacht hat. Auch wenn sie vorher dagegen waren. Und irgendwann ist dann alles loyal oder zumindest so glücklich, dass sie dich nicht mehr belästigen. Und das ist halt ein bisschen schade. Mal schauen, ob das jetzt hier auch so wird. Guck mal. Maxwell, dankeschön für den Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Ach, du hast den verschenkt, sehe ich gerade. Ein Gift-Sub. Zentrum der guten Laune hat den bekommen. Dankeschön, Maxwell. So, Bleipreise sind enorm gefallen durch unsere Bleimine. Wir haben einen Landwirtschaftsboom bei den Reisfeldern. Erhöhter Landwirtschaftsdurchsatz in Chukoko. Das ist hier oben. Ja, da ist einiges da. Das ist schon mal nicht schlecht. 10% für Weiden und Plantagen und Landwirtschaft. Gut, also. Ja, das geht doch. Das geht doch, Leute. Wir langsam pegelt sich das jetzt hier ein. Das kriegen wir hin. So, es fehlt noch an Eisen. Das wird aktuell dann noch gebaut. Ich glaube, dass wir nochmal, ja, zwei Eisenminen kommen noch dazu. Ich würde fast die Bleimine jetzt erstmal rausschmeißen, weil Blei so exorbitant günstig ist. Das heißt, das kommt raus. Brauchen wir gar nicht so viel Zeug. Und dann schauen wir mal, wie es bei den Eisenminen aussieht. Und wie die sich dann stabilisieren. Ich packe mal die Eisenminen nach vorne. Die sind mir ehrlicherweise wichtiger wie die Häfen. Und wenn die Eisenminen gesetzt sind und befüllt sind, dann müsste sich das schon etwas reduzieren. So, dann schauen wir mal hier rein, wie jetzt hier das aussieht. Wir sind bei Möbel 25. Wir sind bei Kleidung 10%. Maxery, auch dir Dankeschön für den Sub. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön.
Und das heißt, hier könnte man durchaus noch was machen, zumindest bei den Möbeln mal, dass wir hier noch etwas das Ganze senken, dass wir nochmal eine Möbelfabrik planen. Eine fünfte Möbelfabrik oder die Produktion halt erhöhen. Ne? Das könnten wir auch machen. Das würde die Möbel auf 80 heben und dafür nochmal Werkzeuge verbrauchen. Wäre jetzt vielleicht auch nicht verkehrt. Gleich das Emoji ausprobieren. So, mehr einberufene Bataillone. Okay, das ist gut. Fokus ist aber immer noch nicht Militär. Das gilt auch für die Gebäude. Wir werden da noch nichts erhöhen. Momentan. So, beim Hafen habe ich überall hier... Oder sollte eigentlich überall der Frachthafen rein. Und das sorgt dafür, dass wir mehr Clipper brauchen. Clipper werden aktuell, werden überhaupt schon Clipper hergestellt. Bei uns haben wir schon ein... Ah, wir haben schon Schiffswerft. 2 Einheiten. Wir haben die Staatsreligion durchgesetzt für noch mehr Autorität. Perfekt. Die Mönche werden etwas gestärkt. Passt. Intellektuellen sind radikalisiert. Ist auch okay. Maxwell. Hast du jetzt nochmal gemacht? Ist einmal gegiftet und jetzt gesappt. Dankeschön. Vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. So, Schiffswerft. Die könnten wir noch ausdehnen auf reduzierte Clipper und mehr Kriegssegelschiffe. Wird das aber noch nicht machen. Stattdessen bauen wir einfach die Schiffswerft nochmal aus. Die ist ganz hier unten. Und werden dann noch ein paar Clipper besorgen. Was ist das eigentlich für eine komische Flagge für Japan? Was das... Das war wahrscheinlich die damalige Flagge. Diese gestreifte Flagge hier, ja. Denke mal, das ist historisch gewachsen. Ne? Roy Coleman, Dankeschön auch dir für die Unterstützung. Vielen Dank für den Sub. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute. So. Wenn ich hier was nach euch benennen könnte, würde ich das machen. Aber aktuell habe ich das noch nicht gesehen, dass man irgendwas umbenennen kann. Geheimgesellschaften, Ereignis in Chubu. Akademiker haben sich in verschworene Gemeinschaften zusammengetan, um Komplott gegen den Staat zu spielen, die Intellektuellen voranbringen. Intellektuelle erhalten mehr politische Stärke, die sind noch nicht so stark. Oder wir lassen sie radikal werden. Ich würde mal sagen, die können ruhig ein bisschen stark werden. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Die Flagge erinnert mich an eine Preußenflagge. Vielleicht spielen wir auch irgendwann mal noch mit Preußen. So, jetzt hier noch die Eisenmine. 4 Wochen. Und dann schauen wir mal, ob die... Werkzeugfabrik jetzt etwas besser aufgestellt ist. Immer noch Schweine teuer. Eisen ist bei 20, Holz bei 30. Wir müssen noch Eisen und Holz etwas pushen. Ich höre mich schon an wie ein League of Legends Spieler. Holz und Eisen müssen wir nach vorne bringen. Noch mehr. Holzfällerlager. Wird supported wo? Holzindustrie hier. Das heißt, wir machen mal 2 Holzfällerlager und wahrscheinlich noch eine Eisenmine. Wir machen noch eine Eisenmine dazu. Erstmal die Basics abklappern. Was ist hier los? Chile und Tequile. Können wir mal ganz kurz gucken, was hier los ist. Die Flagge, die wir heute kennen, wurde erst 1854 eingeführt. Ah, in 10 Jahren quasi jetzt. Meine Kolonien, die wachsen hoffentlich jetzt einigermaßen. Hier ein bisschen, hier oben ein bisschen. Ja, aber natürlich sehr langsam. So,
wann ich das Stream entdeckt habe. Vor einigen Jahren. Ich glaube, vor 5 Jahren oder so. Das macht immer noch Spaß. Die traditionelle japanische Flagge ist in manchen Ländern heute verboten. Echt? Okay. Mein Rechner läuft aktuell ganz stabil, aber im Mid- und Endgame fängt schon sehr an zu hakeln. Ich habe einen mittelmäßigen Rechner, der ist nicht mehr der neueste jetzt. Aber also gerade die Anfangszeit ist kein Problem, aber so Mid- und Endgame ist nicht mehr schön zu spielen. So, was ist jetzt hier oben los? Also jetzt wird hier Krieg geführt, hier unten TULche gegen Chile. Es geht um TULche annektieren. Da müssen wir aber jetzt eigentlich dagegen halten, oder? Also das können wir hier 10 Bataillone hat der. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich mit meinen Einheiten jetzt einfach hier rüberfahren kann. Wir hatten ja beim letzten Mal das Glück, dass unsere Kolonien dann verteidigt wurden. Also ich hätte jetzt gesagt, dass wir uns hier natürlich schon, ne, wir wollen nicht, dass jetzt hier das annektiert wird, weil wir wollen das ja kolonisieren. Wenn das jetzt annektiert wird, dann ist das weg. Ich speichere mal ab. Und gucken mal, ob das dann hier überhaupt möglich ist für uns. Weil ich noch nicht so verstanden habe, ob ich jetzt eine Flotte brauche, um meine Truppen hier rüberzubringen. Oder ob ich die Flotte nur brauche, um Krieg zu führen, also Marinekrieg zu führen. Marineschlachten zu führen. Oder ob meine Truppen einfach so rüber können, ohne abgefangen zu werden. Ich bin da ehrlicherweise unentschlossen, wie das funktionieren soll. Weil wir hätten ja dann eine Grenze hier. Und ich glaube, sobald man eine Grenze hat, kann man hier auch dann die Einheiten stationieren, wenn mich die alles täuscht. Egal, wie man dann rüberkommt. Kriegsschiffe für die Truppenversorgung. Ich habe noch keinerlei Kriegsschiffe oder sowas. Ja, das will ich halt jetzt ausprobieren, ob wir hier rüberkommen.